Dragon Quest Treasures. Genau, da machen wir heute weiter. Willkommen zurück zu Dragon Quest Treasures. Ich habe rausgefunden, man speichert automatisch oder man geht ins Menü. Krass, ich weiß. Wo sind wir stehen geblieben? Wir haben einen Kampf gemacht, haben Dinge gemacht und haben dann tatsächlich gewonnen. Krass, oder? Wir haben es tatsächlich geschafft, gegen ein Monster zu kämpfen. Wir, Mida und Wabbelinda, unser Monster-Kollege, sind jetzt nun auf dem Weg, unseren Bruder Eric und diese Katze zu finden. Oh, apropos Katze. Hier ist die eine Katze. Es gab zwar eigentlich zwei, die ich meinte, aber hier ist eine von denen. Aha, wenn das nicht meine neueste Rekrutin ist. Was hast du denn so weit hier draußen verloren? Ist das ein Bekannter von dir? Es sieht interessant aus. Um eure Frage zu beantworten, wir sind auf der Suche nach Midas Bruder. Aha, so ist das. Lass mich nachdenken. Er kratzt sich so an der Zunge. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich war auf dem Schnauzberg, als ich ihn sah. Einen Jungen mit blauen Haaren und blauen Augen. Kommt euch das bekannt vor? Ja, das muss er sein. Na los, gehen wir. Hold on, Moment, nicht so schnell. Du kannst nicht einfach auf den Schnauzberg hinausspazieren. Dort oben treiben alle möglichen wilden Monster ihr Unwesen. Ich kann dich unmöglich zu einem derart gefährlichen Ort aufbrechen lassen. Nicht ohne einen tapferen Führer und Beschützer. Und damit meine ich mich. Du wirst es begleiten? Admiral Katzbalger schließt sich scheinbar der Truppe an. Aha, darüber hinaus wird uns mein treuer Kamerad begleiten. Dein Kamera? Also, das sieht aus. Klebhart! Der Schleim schließt sich der Gruppe an. Klebhart. Ich mag aber seinen Hut. Marvin. Wir können den Himmelslift im Wald auf dieser Klippe benutzen, um zum Schnauzberg hochzufahren. Die Klippe ist zu steil, um hochzuklettern, aber da kommen unsere wabbeligen Wegbegleiter ins Spiel. Spring einfach auf den Rücken eines Schleims und nutze die Elastizität deines kugelrunden Körpers, um zum Klippenrand hochzuspringen. Hopp, hopp. This is well worth knowing. This is well worth knowing. Drückt halten? Also, um das Menü aufzurufen und dann Spezialität des Monsters nutzen. Teamarbeit ist gefragt. Jede Monsterfamilie beherrscht eine spezielle Fähigkeit. Nimm verschiedene Monster in deine Gruppe auf und finde heraus, welche Spezialitäten dir weiterhelfen. Also, das ist sowas wie VMs in Pokémon, ne? Gleiten, sprinten, analysieren und schleichen gibt es. Also, steht hier zumindest. Vielleicht gibt es auch mehr. Bin mir nicht sicher. Aber okay. Ah. Okay, also wir wieder können scheinbar Schätze orten. Sie kann mich hochbouncen. Er genauso ist halt auch ein Schleim. Und er? Er genau. So. Ah. Okay. Warte, wo sollen wir jetzt hoch? Dort wahrscheinlich nicht, ne? Hier wahrscheinlich, oder? Versuchen wir es einfach mal. Yeah! Okay, das klappt. Wunderbar. Wow, unsere Truppe ist schon richtig groß geworden. Hör, was? Ein Schatz? Wie ein Schatz? I'm jelly happy. Ja, das will ich doch mal hoffen für dich. Smells like treasure. Hier ist ein Schatz. Verdammt. Die Spannung steigt. Unbekannter Schatz, ein mysteriöser Schatz, dessen Art und Zustand erst untersucht werden müssen. Lass ihn uns begutachten, um seinen wahren Wert herauszufinden. Oh, du hast offenbar Beute gefunden. Allerdings sieht sie nicht besonders wertvoll aus. Tja, der Wert von Dingen liegt im Auge des Betrachters, wie man so schön sagt. Wie dem auch sei, was du gefunden hast, nennt man für gewöhnlich einen Vierlefanz. Was? Es mag kein Spitzenschatz sein, aber du findest eventuell ebenso seltene Stücke, die es wert sind, in deine Sammlung aufgenommen zu werden. Okay, ich habe viele Fans, Mann. Let's go. Ja, Mann! Okay, und jetzt sagt, hier sollen wir lang? Wieso? Sieht aus wie eine Falle, wenn ihr mich fragt. Himmelslift? Lift? Station? Okay. Damit können wir hochfahren? Da wären wir. Das ist der Himmelslift, der uns bis an den höchsten Punkt der Insel bringen wird. Sie müssen nur an Bord gehen und im Handumdrehen auf den Gipfel des Schnauzbergs zu gelangen, wo bestimmt dein Bruder auf uns wartet. Ja, ich hoffe, er wartet auf uns. Was ist, wenn er selber schon mal losgegangen ist?
Wäre nicht so gut, oder? Na, schauen wir mal. Der Mechanismus sieht ziemlich alt und klapperig aus. Hebel betätigen? Aber hallo! Wie alt kann das schon sein? Wir sind gar nicht mehr drin! Da ist niemand drin! Sehr gut! Qualität! Oh. Und scheinbar sind wir jetzt weiter oben. Wer ist das denn? Ein Vogel und eine Mam. Dann erschienen sie, zwei goldene Drachen, Besucher aus einem fernen, fernen Land. Sie waren es, die Träume und Sehnsüchte in unselige Schätze verwandelten und über das Land verstreuten. Oh, hello, ich lese gerade einen Text über die Legenden hinter den vielen Schätzen, die es auf diesen Inseln gibt. Soll ich ihn noch einmal lesen? Okay. Zwei goldene Drachen. Sie waren es, die Träume und Sehnsüchte in Schätze wandelten und verstreuten. Wie sagt ihr dann nochmal? Oh, hallo. Komisch. Ich frage mich nämlich schon sehr lange, warum man ausgerechnet hier so viele Kostbarkeiten findet. Vielleicht bist du deshalb hier, um in diesen Landen nach dem Schatz deiner Träume zu suchen. Hör mal, hast du meinen Bruder gesehen? Ja oder nein? Ah, du bist auf der Suche nach deinem Bruder, stimmt's? Darf ich annehmen, dass er auch blaue Haare und blaue Augen hat? Ich meine, mich zu erinnern, dass ich so einen Jungen oben gesehen habe, wobei ich zu sehr in meine Forschung vertieft war, um ihm viel Aufmerksamkeit zu schenken. Aber wenn du vorhast, nach ihm zu suchen, dann sei bitte vorsichtig. Auf dem Weg hinauf wimmelt es geradezu von grässlich groben Monstern. Jedenfalls wünsche ich dir viel Glück. Ich hoffe sehr, dass du und dein Bruder euch schon bald wiedersehen werdet. Noch was? Wer seid ihr eigentlich? Wer ich bin? Meine Güte, das ist aber eine direkte Frage. Sagen wir einfach, ich bin jemand, der den die reine Neugierde hierher geführt hat. Ich frage mich eher, wer du bist, meine Liebe. Ich wohne hier, das verrate ich nicht. Ich bin Mida und ich bin Schatzjägerin. My goodness. Tja, Mida, du bist auf jeden Fall die hübscheste Schatzjägerin, der ich hier begegnet bin. Ach, danke. No. Ne, und wer du auch sein magst, wir Menschen dürfen nicht vergessen, dass das Land den Monstern gehört, die hier leben. Wir sind lediglich Gäste. Ich weiß nur, dass dies ein Ort voller Geheimnisse ist und darum bin ich hier, um wenigstens einiges davon auf den Grund zu gehen. Das klingt doch schon mal ganz gut. Tipps für Monsterkämpfe? Na sowas, danach werde ich selten gefragt, aber wieso nicht? Also, was genau möchtest du denn wissen? Ach so, nee. Gut, wenn man sich nicht gut auskennt mit den Kämpfen, falls man nicht gecheckt hat vorhin mit dem Kampf. Da kann man hier nochmal nachfragen. Und du? Ah, nein, da gibt's keinen Zufall. Kein Zweifel, ich erkenne eine Schatzjägerin, wenn ich eine sehe. Ah, ich sehe es in deinen Augen. Und anscheinend hast du sogar treue Hilfe dabei. Ah. Danke. Aber gerne doch. Ah, wobei du meiner Meisterin bestimmt nicht das Wasser reichen kannst. Aber das muss dir nicht unangenehm sein. Meine Meisterin ist eine Klasse für sich. Achte also auf dein Benehmen, wenn du mit ihr sprichst. Ah. Ist das hier deine Meisterin? Na gut, dann. In das Monument wurden offenbar alte Runen eingemeißelt, aber Mida wird nicht schlau sehen. Ne, ich glaube, dafür ist es noch zu früh. Hier können wir chillen. Und hier ist noch eine Truhe. Mit Kieselsteinen. Und die brauchen wir jetzt, denn da ist eine Stufe 2 Draco. Zwei sogar. Ja, wir sind alle Stufe 1 noch, von daher, das wird ein krasser Kampf, du. Sieht ganz danach aus, als könnten sich hier Monster eingenistet haben und es riecht auch so. Das ist vor sich angesagt. Angriff! Bam, 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 bam! Okay. Take this! Oh, der ist schon fast down, fast down! Können wir die irgendwie fangen? Was meint ihr? Oh, die explodierenden Münzen! Oh nee, das ist lustiger, das gefällt mir mehr. Bam, 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 bam! Level up für all unsere Partymitglieder. Oh, Kasper ist schon Stufe 5. Krass. I'm G-Happy. Das ist gut, dass du happy bist. Und ich finde das super, dass der Soundtrack hier der gleiche ist wie in den meisten anderen Dragon Quest Spielen. Weil die haben so... Ja, die Soundtracks verschleiern sich so übereinander ein bisschen. Also das, was man hier zum Beispiel hört, hört man sehr oft auch in vielen der anderen Spielen. Das werden wir aber auch noch sehen, wenn ich dann zu den anderen Spielen noch kommen sollte. Ja, das ist ein bisschen Stark Egg Eye. Der wird sich schon zu mir teleportieren, wie ein braver Hund. Bestimmt. Ich kann Vasen kaputt machen. Ich kann auch die kaputt machen? Oh, ich kann auch Boxen kaputt machen. Okay. Sollte ich mir merken. Heilungskugeln, nice. Ich glaube, jetzt einmal low ist, sollte ich dran denken. Dun, 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 dun.
Was geht denn hier ab, hä? Süßer Klaus. Okay, die greifen scheinbar alle schon automatisch an. Ja, die killen auch schon automatisch, ne? Theoretisch müsste ich hier gar nichts machen. Aber ich muss ja auf die Leben meiner Kollegen achten. Nicht, dass sie bald mal down gehen. Das wäre nicht so gut. Kann ich das gerade machen? Ne, das geht natürlich nicht. Okay. Da geht zwar noch lang, aber hiermit kann ich interagieren. Die Tür rührt sich nicht. Suchen wir einen anderen Weg. Okay, kann ich doch nicht. Hat sich geklärt, hat sich geregelt. Aber ich finde auch das Design von diesen Dungeons interessant. Erinnert mich so ein bisschen an Content Warning, so wie das hier alles aufgebaut ist. Hat was. Oh, Schattengegner. Also wortwörtlich, das sind einfach Schatten. Böse Schatten. Schwächung. Okay, haben Schwächungszauber drauf. Oder was damit gemeint mit Schwächung? Oder wurden die geschwächt? Ich habe noch einiges zu lernen. Da oben ist noch einer. Hey! Kollege! How do you like this? Huh? Na, schmeckt dir das? Ha! Huh. Ich hoffe, er hat da nichts gedroppt, sonst kann ich das jetzt nicht sehen und vor allem auch nicht einsammeln. Oh no. Und was zur Hölle bist du? Ein ziemlich unheilvoll aussehendes Gerät. Derzeit scheint es kaputt zu sein. Na dann, dann machen wir es noch mehr kaputt. Da will ich aber gerne mal reinsteigen. Warte mal, hier sind mehrere von denen. Ah, die sind alle kaputt. Die sind alle kaputt, aber die sehen cool aus. Vielleicht werden sie ja irgendwann reparierbar sein. Stachelkugeln! Eine Steuerkugel, die einem Gegner geringen Stichschaden zufügt. Okay, Stichschaden hatten wir auch noch nicht. Vermutlich geht das durch die Verteidigung. Würde ich jetzt mal vermuten. Keine Ahnung, was das sonst bedeuten sollte. Was haben wir hier? Und nochmal ein paar Kieselsteine. Ja, warum nicht? Ja, ruhen wir uns ein bisschen aus. I'm pooped. So, und alle wieder full heal. Einfach so. Schau mal hier. Säuselkugeln. Eine Schleuderkugel, die einem Gegner geringen Windschaden zufügt. Okay, vermutlich gut gegen... Boah, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht gegen Feuer, oder? Gegen was ist denn windeffektiv? Gibt es hier Pokémon-Typen? Muss ich mir das alles merken? Oh nein. Hilfe. Es könnte etwas auf der anderen Seite der Tür sein. Öffnen und durchgehen? Ja, auf jeden Fall. Egal, was es ist. Wir müssen da durch. Ein Schatz und da ist er, Eric. Look, there's someone on the ground. It must be your brother. Quick, we have to help him. Ich wusste, einer von denen ist nicht kaputt. What in the name of? Oh no! It's coming! It's coming! Mechanischer Meuchler. Der Heuchler. Weißt du was, ich halte ein bisschen Abstand. Er kriegt ein paar Schleudern ab. How'd you like this, huh? Bam. Oh, weg da. Gut, dass es automatisch unlockt. Sonst müsste ich jetzt das Ganze zielen. Andererseits nimmt es auch ein bisschen die Herausforderung weg, wenn ihr mich fragt. Oh nein. Oh, geht auf mich los. Oh. Was ist jemand down? Oh ne, die haben nur Schaden genommen. Okay, alles geht noch. Alles geht noch. Bam, 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 bam. Jetzt greife ich mit an. Ich tank ihn Damage. Ich tank ihn und er tankt ihn nicht. Bossbezwinger. Brrrr. Besiegt. Was Slime ist es? Level up für alle sogar. Mida ist ein bisschen hinten, aber das liegt auch daran, dass ich nicht so viel Nahkampf war. Wo ist das Ding hergekommen? Das hat mir eine Heidenangst eingejagt. Immerhin hast du kurz einen Prozess damit gemacht. Also jemand braucht deine Hilfe. Das könnte dein Bruder sein. Irgendwie hätte mir das auch mehr gefallen, wäre der Kampf alleine gewesen wäre. Wisst ihr, so ein bisschen Pokémon Legends mäßig, wenn ich den Kampf alleine gemacht hätte, ohne dass die anderen mir geholfen hätten, dann wäre es spannender gewesen. Aber was soll's. Okay, da drüben geht es wahrscheinlich weiter, aber erst einmal natürlich unseren Bruder holen. Mein Junge, alles in Ordnung? Au, au, au!
Mida! Wo warst du? Ich habe überall nach dir gesucht. Mida erzählt Eric, dass sie auch nach ihm gesucht hat. Also haben wir uns gegenseitig gesucht, was? Und wie es aussieht, hast du jede Menge Freunde gefunden. Bin beeindruckt. Als ich durch dieses Ding gezogen wurde und plötzlich ganz allein war, habe ich mir ziemliche Sorgen gemacht. Aber das ist jetzt auch egal. Schließlich haben wir einander gefunden. Miau, was ist los? Was mache ich auf dem Boden? Schläfst du schon wieder, statt deine Arbeit zu machen, Schnursula? Na los, frisch ans Werk. Schnursula? Moment mal, du kennst dieses komische Katzentier? Wie kannst du es wagen, komisches Katzentier? Ich habe einen Namen. Du darfst mich Schnursula nennen. Und zu deiner Information, ich bin auf der Suche nach ganz besonderen Schätzen in diese Welt gekommen. Miau, Erics Begleiterin Schnursula. Gut, bekannt aufzumachen. Mir war es ein bisschen mulmig zumute, als sie angefangen hat, mir überall hin zu folgen. Aber Schnursula ist eigentlich ganz cool. Und sie weiß so viele tolle Sachen über Schätze und diese Inseln, auf denen wir sind. Ja, jetzt erinnere ich mich. Wir hatten gerade diese Schatztruhe geöffnet. Als Jam, danach ist alles weg. Aber ich bin mir sicher, dass da was drin war. In der Schatztruhe? Habt ihr die nicht aufgemacht? Na dann, machen wir die gemeinsam auf. Naja, jetzt ist sie leer. Ziemlich seltsam. Ich hätte schwören können, dass da ein Schatz war, als wir sie geöffnet haben. Where's the treasure? Genau. Wo ist der Schatz? Wait a minute. Moment mal. Katzbalger. Silberbeins räudiger Handlanger will also den Schatz in seine dreckigen Pfoten kriegen? Nicht, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. Her damit. Verflucht, Levantag! Kein Diener Sylphanias! Erteilt mir irgendwelche Befehle! Außerdem war die Truhe schon leer, als wir hereingetroffen sind, also stell dich nicht dumm! Bestimmt hat sie den Inhalt unter den Nagel gegriffen! Unsinn! Wir sind gerade erst angekommen! Wer auch immer den Schatz hat, wir sind es nicht! Da stellt sich doch die Frage, wer hat ihn? Was, wir lachten da so? Das war keiner von unseren Truppen. Auch nicht von denen. Das muss wohl... What? Das ist doch unser Trupp. Oh mein Gott, wer bist du denn? Oh, Uwu, impulsive Piratin Barney. Geheimnisvoller Korsar Brisidor. Geißel des Himmels, Silberbein. Captain Silberbein, wenn ich bitten darf. Verflieg's nochmal. Das ist Silberbein. Wenn das nicht die Sylphanianer sind. Wieder mal ein bisschen zu spät dran, wie ich sehe. Wir waren so frei, uns den Schatz zu sichern, den ihr anscheinend sucht. Dieses Leuchten! Kann das... Ja, kein Zweifel, das ist einer der sieben Steine! Oh nein, sieben Steine, David? Das ist ein Drachenstein? Oh, bravo, Captain Silberbein! Ihr habt es wieder mal geschafft! Es ist wahrlich ein Privileg, euch bei der Arbeit zuzusehen! Es reicht, Katzbalger! Du machst dich doch nur lächerlich und du machst uns alle lächerlich! Aber Kapitän, wie könnt ihr das so sagen? Du willst ein Pirat sein? Die sogenannte Beute, die du anschleppst, ist nichts weiter als wertloser Müll. Guck dich mal an, du Heulsuse. Du bist es nicht wert, meinen fliegenden Freibeutern anzugehören. Du hast all deine Leben aufgebraucht, Katzbalger. Für mich bist du tot. Und wie sieht's mit dem Jungspunden aus, Captain? Diese beiden blauäugigen Knirpse? Lass sie, wir haben Dringenderes zu tun. Hör mal, Silberbein, damit kommst du davon! Kommst du nicht davon! Ich halte dich auf, in Sylphanias Namen! Levanta. Na, da schau her, Levanta, lange nicht gesehen.
Wir haben ja nicht allzu oft die Gelegenheit zu plaudern, also erzähl ich dir mal was Interessantes. Wir haben eine Nord namens Isla Dorada ins Auge gefasst. Eine Insel mit unvorstellbaren Reichtümern. Isla Dorada? Von einem Narren wie dir hätte ich auch nicht erwartet, dass er das versteht. Wenn du uns jetzt bitte entschuldigen würdest, es warten noch andere Schätze darauf, von uns geplündert zu werden. Schade, ich wollte in deinem Team dazugehören. Und was jetzt? Ich hab mich verändert! Tja. Schon 9-mal verkackt, du. Hold on. Dieser Schatz, mit dem sie so frech herumgewedelt haben, war das möglich einer der... Sieht ganz danach aus und sie haben ihn vor unserer Nase weggeschnappt, Mann. Sis? Da sind wir wohl in eine große Sache hineingeraten, Schwesterherz. 2 Banden abgebrühter Schatzjäger und wir mittendrin. Captain Levanta! Captain Levanta! Ah, Gail! Ah, Brisela, da bist du ja! Was ist das denn? Oh! Moment mal, wo sind die Piraten? Die sind weg, ich erkläre später alles. Also dann, wer seid ihr beiden? Ich bin Eric und das ist meine Schwester Mida. Eric und Mida. Aha. Und was macht ihr hier? Ihr sucht Schätze, oder? Ja, richtig. Hatte ich mir schon gedacht. Naja, viel Glück. Tja, gut, dass ihr uns auf Trab haltet. Ich wünsche euch viel Glück, das werdet ihr brauchen. Okay. So. Euch zwei habe ich hier noch nicht gesehen. Gehört ihr zu einem Team oder sucht ihr auf eigene Faust nach Schätzen? Wie dem auch sei, es hat mich gefreut, euch kennenzulernen. Wir sehen uns, Eric und Mida. Brisela. Und sie hat eine Fledermaus bei sich. Puh, offenbar hat sich der Staub endlich ein bisschen gelegt. Now's a good time. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um dir dieses tolle Ding zu zeigen, das ich gefunden habe. Willst du mal sehen? Dann komm mit. Du hast ein tolles Ding gefunden? Ja, klar will ich sehen. Warum nicht? Das sieht ziemlich kaputt aus. Ja, die sind alle kaputt, nur der eine Boss nicht. Jemand, der sich gut mit Maschinen auskennt, könnte ihn eventuell reparieren. Das sag ich mir auch. Oh, und ja. Die Katze ist jetzt weg. Er ist ja irgendwie weggerannt und dann abgehauen, ja. Schnauzberg! Toller Name. Das nächste Gebiet hier. Schade, dass man nicht rennen kann, aber vielleicht kommt das ja noch. Aber interessant, Klepart, das war ja eigentlich von der Katze sein Kollege, der folgt uns jetzt immer noch. Habe ich nichts gegen. Haben wir einen männlichen und einen weiblichen Schrei? Warum nicht? So der Standardgegner, so wie die Goombas in Mario, so gesehen. Und die Fledermäuse sind gefühlt so wie Koopas. Oder die Tiger, je nachdem. Bahnhof Schnauzberg. Da kann man saven oder halt sich heilen. Brauchen wir aber nicht, glaube ich. Hä, warte mal. Spezialitäten? Den Drachen entfesseln. Was ist das denn? Hä? Du wächst das Tier in dir. Nein, Mann. Ich will das Tier in mir nicht erwecken. Was zur Hölle ist das denn für eine Ability? Schau dir das an. Hast du das schon mal gesehen? Irre, oder? Das Problem ist nur, er funktioniert nicht. Ist wohl kaputt. Ach ja, ich will dir noch was anderes zeigen. Komm. Was denn? Ein seltsam aussehender Mechanismus. Er scheint nicht zu klappen. Ist kaputt. Ist broken. Ha. Huh. Alright. Check it out. Check it out! Guck mal, die Insel schwebt in der Luft! Ziemlich beeindruckend, was? Und das ist noch nicht alles! Der Ort ist geradezu vollgestopft mit Schätzen! Echt? Ich habe schon viele coole Sachen gefunden. Und wie sieht's bei dir aus? Nö, nada, nicht. Hahaha, dann bin ich wohl der Gewinner! Ich zeig dir später, was ich gefunden habe. I can't believe it. Ich dachte, wir sind ein Team, Mann. Unglaublich, dass wir in diesen alten Ruinen waren und dann plötzlich, naja, hier! Oh. Ach ja, du hast doch noch einen Dolch aus den Ruinen, oder? Die Dinger scheinen ziemlich mächtig zu sein. Mit meinem kann ich ein paar nette Tricks abziehen. Schau mal. Oh oh. Apropos Dolche. Die solltet ihr euch vielleicht mal genauer ansehen.
Was, wieso? Oh, die fangen an zu leuchten. Wir können die zusammenhalten. Und damit viel mehr erreichen als nur allein. Wow. Neues Gebiet freigeschaltet, wie es aussieht. Boah, kriegt man da Gänsehaut, was geht denn da ab? Das Ding geht auf einmal an! Sag nicht, das ist jetzt unser Traveling-Gerät. Wie cool ist das denn? Eriks und Minas Drachendeutsche haben das seltsame Gefährt irgendwie gestartet und fahrbereit gemacht. Wow. We did it. Ja, wir haben es geschafft! Und jetzt seht ihr das mal an. Huh? Sein Ultra-Instinkt-Haar, was gibt's denn? Genau wie der Kopf eines Drachen. Irgendwie komisch, oder? As it happens. Zufällig hat der Ort, an dem wir stehen, auch die Form eines Drachenkopfes. What? Was? Jetzt ernsthaft? Indeed, he is. Ernsthaft? Das Land voller Schätze, in dem wir uns befinden, nennt sich Draconien. Oh, ja, okay, macht Sinn. Es besteht aus zwei riesigen Drachenköpfen und zahlreichen weiteren Inseln, die den Körper bilden. Man erzählt sich, dass zwei riesige goldene Drachen diesen Ort vor vielen Jahrhunderten zu ihrer letzten Ruhestätte auserkoren haben. Ihre riesigen Körper wurden allmählich zu Stein und bildeten die Landmassen, die man hier sieht. Wow. Und Leute haben einfach hier Sachen auf den Köpfen gebaut und generell auf den Körpern. Zwei riesige goldene Drachen? Deswegen gibt's dann hier also wohl auch diese Schätze. Ganz genau. Unter diesen zahllosen Schätzen befinden sich einige ganz besondere Schätze. Ich rede von den 7 Edelsteinen, die als Drachenscheine bekannt sind. Nach denen suchen Porkus und ich. Und wir sind da mitnichten die Einzigen. Leider bringen wir beide nicht besonders viel zustande. Aber da kommt ihr ins Spiel. Wir glauben, dass ihr eine natürliche Begabung für die Schatzsuche habt und uns helfen könnt, die 7 Steine zu finden. Wow. Wow, es gibt also 7 super besondere Schätze zu finden? Das klingt gut. What do you think? Was meinst du, Mida? Nach den 7 Steinen zu suchen klingt doch lustig, oder? Ja, auf jeden Fall. Klar, wenn wir die beiden können. Great. Schätze? Geld? Super, ich wusste, du bist dabei. Das Juwel, das diese Piraten mitgenommen haben, war einer der Drachensteine, oder? Die sollen ruhig damit angeben. Aber das Ding schnappen wir uns. That's the spirit. Das höre ich gerne. So ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr es uns freut, euch an unserer Seite zu haben. Okay, aber sind hier nicht noch eine Menge andere Schätze, die nur darauf warten, gefunden zu werden? Ja doch, eigentlich schon. Tja, wir hören nicht auf, bevor wir uns jeden einzelnen Schatz unter den Nagel gerissen haben, den wir finden können. 100%. Also, vielleicht. Machen wir, vielleicht. Wenn ich doch nur wüsste, wo wir anfangen sollen. Da habe ich schon ein paar Ideen. Aber schauen wir uns zuerst diese geheimnisvolle Lokomotive dort an. Ach, stimmt, habe ich schon fast wieder vergessen. Das könnte unsere beste Möglichkeit sein, auf diese Inseln da drüben zu gelangen. Klingt doch great, Mann. Mal sehen, wo sie hinfährt. Cool, gut, ja. Okay, ich lasse mich mal reinschleudern in dieses Geschehnis. Wahoo! Nice. Great. Schauen wir mal, ob dieses Ding uns zu den Inseln bringt. Na, so, steigen wir ein. Sie an. Anscheinend hat sie jemand zum Leben erweckt. Das ist nicht zufällig dein Werk, oder? I guess so. Ich schätze schon, I guess so. Naja, unsere Deutsche haben die eigentliche Arbeit erledigt. Wonderful. Fabelhaft, du bist dann wohl Midas großer Bruder. Ich habe das eigenartige Gefühl, dass ihr beiden der Schlüssel zur Lösung der mannigfachen Mysterien dieser Welt seid. Hä? Where are my manners? Aber wo sind meine Manieren? Wir haben uns doch gar nicht vorgestellt. Das ist Condorian und ich bin Prinzessin Anemone von Sylvania. Blaublütige Gelehrte Anemone. Anemone? Anemone wahrscheinlich. Halt sie, Anemone. Oho, ich dachte mir schon, dass sie was Besonderes an sich hat. Sie ist eine Prinzessin. Ja. Ah, gib acht, wie du über meine Meisterin sprichst. Sie ist eine ziemlich wichtige Person. Krass. By the way, wie ich von Kapitän Levanta gehört habe, seid ihr ebenfalls Schatzjäger. Also stehen wir in direkter Konkurrenz zueinander. So ein Spaß. Nun dann, der Gewinner bekommt die Beute. Okay, du bist meine Rivalin. Verstehe. Aber jetzt erstmal auf die Lokomotive. Einmal diese Videokatzenqualität. Sweet. Sweet. Jesus, das Ding bewegt sich ja wirklich. Spirit Tracks kann einpacken. Das Ding kann fliegen. Ja, das war das Spielbeginn. Die können jetzt hier. It's time, Mia.
time to start our treasure. Und jetzt geht das Spiel erst so richtig los. Dragon Quest Treasures. Schönes Logo. Sollen wir noch einen Knopf drücken? Okay, weil wir hören das mal. Ich die Gänsehaut wirklich fühlen. Boah, perfekt. Mach mal Pause. Nein, Mann. Schatzvision weiß ich doch. Lebensretter. Okay. Miau. Nee, ich feier das bisher voll. Wozu? Okay, wo geht's denn jetzt weiter? Im großen Schloss? Hm, aber schon wieder das gleiche alles sehen? Sieht aus, als wären wir eingetroffen. Fragt sich nur wo. Was auch immer das hier ist, es hat schon bessere Zeiten erlebt. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Jeder Schatzjäger, der was auf sich hält, braucht eine Basis, nicht wahr? Und wenn ihr mich fragt, scheint sich dieser Ort perfekt dazu zu eignen. Gar keine schlechte Idee. Wenn die fliegenden Freibeuter eine Basis haben können, warum dann nicht wir? Ja, okay, ne? Seht mal, da ist jemand. Wir sollten erstmal mit ihm sprechen, bevor wir den Ort hier für uns beanspruchen. So sind Postbote. Guter Plan, dann lass wieder. Hören wir uns an, was er zu sagen hat. Ja, schauen wir, wenn er unbedingt mit uns reden, ne? Eiland! Ja, kann man so sagen. Boah, krass. Die Wolken miteinander verschmelzen. Sieht komisch aus. So sollten Wolken, glaube ich, nicht funktionieren, aber gut. Hab was. Chuchu! Guten Tag! Ich rechne in der Annahme, dass ihr gerade mit der Lokomotive eingetroffen seid. Und stimmt meine Vermutung, dass ihr es irgendwie geschafft habt, den Bahnhof Schnauzberg wieder in Betrieb zu nehmen? Ja, schätze schon. Oh, bravo, das sind fabelhafte Neuigkeiten. Die Bahngesellschaft ist gerettet. Wieso, hä? Meine Güte, da habe ich mich doch glatt vergessen, mich vorzustellen. Blechheimer, mein Name. Ich arbeite für die transdrakonische Eisenbahn. Herr Blechheimer. Also statt Blecheimer, Blechheimer, weil er hier wohnt. Als Vorstand, Chefingenieur und Bahnhofvorsteher in Personalunion. Eisenbahn. Freund? Freund? Ich kann die Schrift nicht lesen. Herr Blecheimer! Klingt nach einer Menge Arbeit für eine einzige Person. Nun ja, das ist es. Tatsache ist jedoch auch, dass die transdrakonische Eisenbahn zurzeit nur insgesamt 3 Mitarbeiter hat. Kein besonders großes Unternehmen. Ich kann euch versichern, dass dem nicht immer so war. Die Eisenbahn war einst ein riesiger Konzern, der jeden Winkel dieses Landes bedient hat. Tatsächlich ist das hier unser Hauptsitz und unser allererster Bahnhof, auch wenn sich dieser Ort in einem recht jämmerlichen Zustand befindet gerade. Es gab eine Zeit, da konnte man von hier aus per Zug in jeden Teil der Welt gelangen. Aber leider war dies nicht von Dauer. Die Züge fielen einer nach dem anderen aus, die Bahnhöfe wurden baufällig und das Personal kündigte. Irgendwie scheint es mir nicht ganz angebracht zu fragen, ob wir das hier als Basis benutzen können. Eure Basis, sagst du? Wie meinst du das? Wärst du so nett, mich aufzuklären? By the way. Könnte ich kurz mit euch reden, Herr Blecheimer? Unter 4 Augen? Du auch, Porkus. Lass die Erwachsenen das klären. Ich denke mal, die beiden sind erwachsen. Klingt zumindest so vom Voice Actor her. Deine Freunde waren so nett, mir alles zu erklären. Wie ich hörte, seid ihr auf der Suche nach Schätzen hergekommen. Und deshalb finde ich, dass es absolut großartig wäre, wenn ihr unser Hauptquartier als Operationsbasis benutzen würdet. Oh, cool. Oh, ich hatte gerade eine Idee. Wenn ihr hier eure Basis habt, solltet ihr von den Einrichtungen unserer Bahngesellschaft Gebrauch machen. Nun, zumindest von denen noch vorhandenen. Schaut euch doch ein wenig um. Ihr werdet bestimmt etwas finden, das euch von Nutzen ist. Als erstes solltet ihr dem Empfangsbereich im Bahnhofsgebäude einen Besuch abstatten. Meine Kollegin wird euch sicherlich gerne helfen. Na los, hören wir uns an, was die Empfangsdame zu sagen hat. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Ausgezeichnet! Sobald ihr euch alles genau angesehen habt, kommt ihr wieder her und sagt mir Bescheid, was ihr davon haltet. Gott, so viel auf einmal gerade, aber... Gut, dann will ich, dass wir uns hier umschauen. Dann schauen wir uns halt hier ein wenig um. Ich finde, grafisch macht das nicht so einen Unterschied, ob Switch oder PC.
wie das geht. Geh doch schon mal vor, eine Kunde. Naja, verstanden. Was bist du denn für einer? Eine Schattenhand. The name's Mudima. Nun, wen haben wir denn da? Ich glaube, ich habe ihn noch nicht gesehen. Mein Name ist Schlambrosius. Ich bin verantwortlich für die Personalschulung. Herr Schlambrosius. Der Schlafsaal befindet sich hinter dieser Tür. Dort sind unsere Angestellten untergebracht. Ich passe auf, dass sie keinen Unsinn anstellen. Gut. Da wir dieser Tage aber kein Personal beschäftigen, habe ich auch nicht gerade, alle Hände voll zu tun. Mr. Houston, Herr Blechheimer hat gesagt, wir könnten diesen Ort benutzen. Hat der das? Wie gut, dass ich hier alles tadellos sauber gehalten habe, nicht wahr? Nur ein Slappen oder was? Das könnte für unsere Monster ein guter Ort zum Ausruhen sein. Hey, Monster, sagst du? Wie, die überlässt du besser mir, junger Mann. Sag einfach Bescheid, wenn Monster gewechselt oder in Form gebracht werden sollen. Ich kümmere mich drum. Keine Sorge, ich helfe euch dabei, immer die richtigen Monster für den Job zu haben. Oh, weg von ihm. Hast du es gehört wieder? Wenn Herr Schlambrosius sich um die Monster kümmert, die sich uns anschließen, kann uns nichts aufhalten. Nice. Okay, aber ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Werden wir nur noch Mieder spielen? Nee, oder? Wahrscheinlich werden wir auch noch wieder mit Eric ins Team kommen, oder? Schleimstampfer, Schleimklaps, Fauch, Schleimblitz, aber noch nicht ganz freigeschaltet. Kometenhafter Aufstieg. Gummihaut Idealist. Okay. Schauen wir mal, ob wir da deswegen noch aufgeklärt werden, aber wahrscheinlich schon. Alles bitte Zeit. Guten Tag. Willkommen im Hauptsitz der Transdrakonischen Eisenbahn. Ich bin Fräulein Cecilia, die Personalleiterin. Fräulein Cecilie. Nicht, dass wir derzeit besonders viel Personal hätten. Trotzdem muss natürlich der Schein gewahrt werden. Mr. Houston said. Herr Blechheimer hat gesagt, wir könnten die Einrichtungen benutzen. Hat er das? Nun, dann erkläre ich lieber mal, wie die Dinge laufen, oder? Ich kümmere mich, wie schon gesagt, um das Personal. Das umfasst auch neue Rekruten. Aber ich will ehrlich sein. Es hat sich schon seit, wer weiß wie langer Zeit, niemand mehr bei uns gemeldet. Ach, was ist das denn? Anscheinend ist gerade eine neue Bewerbung reingekommen. Schauen wir uns doch mal an, was das ist. Verstehe, interessant. Unser Kandidat ist ein junger Draco und er hat Folgendes zu sagen. Die Wahrheit ist, dass mich dieses wunderbare Mädchen mit ihren hellblauen Augen inspiriert hat. Sie gibt niemals auf. Ich will ihr helfen, so gut ich kann. Hellblaue Augen, was? Hehe, wer könnte damit wohl gemeint sein? Wie auch immer, ich habe die Personalakte mit allen wichtigen Informationen hier. Sprecht mich einfach an, wenn ihr mehr wissen möchtet. Ja, mich natürlich hier, wieder. Wow, klingt, als hätten dich dieses Monster in sein Herz geschlossen, Schwester. Als hätte dich dieses Monster... Okay, gut. Wenn wir uns mit diesem Monster zusammentun, kann es uns vielleicht helfen, noch mehr Schätze zu finden. Joa. Was? Ausrufezeichen. Hallöchen, willkommen im Empfangsbereich. Sollen wir die potenziellen Kandidaten zusammen durchgehen? Dursti! Are you paying attention? Stellenangebot. Monster, die deinem Team beitreten wollen, kannst du im Empfangsbereich rekrutieren. Dazu musst du lediglich ihre Gebühr bezahlen, normalerweise in Form von Nahrung oder Materialien. Wenn die Anschlagstafel voll ist und es neue potenzielle Rekruten gibt, werden die ältesten Kandidaten von den neuesten ersetzt. Möchtest du verhindern, dass ein Kandidat ersetzt wird, dann drücke irgendeinen Knopf, um ihn mit Behalten zu markieren. Okay, 1000 von 1800, was wir gerade haben an Geld. Dursti, Stufe 4. Have you decided? Ja. Oder? Machen wir es erstmal. Welcome to the gang. Flap, flap, flap. Dursti ist dabei. Excellent. Ja, auf jeden Fall. Truppe hinzufügen. Jetzt ist unser... okay, man kann 4 Leute haben. Einen Leader, also einen Menschen. Und 3 Monster. Okay. Alles klar. So ein bisschen wie in Smash mit dem Pokémon-Trainer, ne? Ah, Mida, da bist du ja. Ich habe hier ein bisschen rumgeschnüffelt. Das scheint eine Art Lagerraum zu sein. Der Raum ist schon groß, aber zurzeit sieht es hier aus wie in einem Saustall. Ja, in einem Saustall. Was für eine Verschwendung. Hey, ich weiß was. Machen wir daraus doch unseren Tresorraum. Schließlich müssen wir ja irgendwo die ganze Beute, die wir finden, auch lagern, oder? Wir können mit den Schätzen anfangen, die du schon hast. Na los, das wird ja alles richtig erstrahlen lassen. Was meinst du? Ich kann dir die ganzen schönen Dinge ausstellen, die ihr entdeckt werdet. Porkus alle Schätze geben, die du bisher gefunden hast? Ja. Mida vertraut ihre gesamten Schätze Porkus an. Großartig, ich kümmere mich darum. Während ich hier alles auf Vordermann bringe, kannst du doch die vorhandenen Einrichtungen erkunden.
Macht ihr euch nicht irgendwie Sorgen, dass irgendwelche Leute einfach reinspazieren und sich denken, ja, wir sind krasser als ihr, wir haben schon mehr Loot, wir sind schon mehrere Stunden auf dem Server als ihr, wir klauen einfach alles, was ihr habt. So, tschüss. Ich würde mir da Sorgen machen, wenn ich ihr wäre, aber... Gut. Wie ihr meint, das ist ja nur meine Basis. Und Schätze sammeln ist ja, also die Erfahrung ist ja besser als der Schatz selber. Oder? Hello. Ah, da bist du ja wieder. Sehr gut. Hoffentlich waren die Einrichtungen zu deiner Zufriedenheit. Ihr könnt sie gerne nach Belieben benutzen. Allerdings möchte ich dich im Gegenzug noch um etwas bitten. Ich träume davon, die Bahngesellschaft wieder in altem Glanz erstrahlen zu lassen. Ach, stell dir das nochmal vor. Die transdrakonische Eisenbahn verkehrt wieder zwischen den Inseln. Bei der transdrakonischen Eisenbahn glauben wir seit jeher an gegenseitige Zusammenarbeit. Zurzeit ist aber leider nur die Strecke einsatzbereit, die diese Insel mit dem Drachenschädel verbindet. Aber nachdem ich nun sehe, was ihr erreicht habt, hege ich keinen Zweifel daran, dass ihr auch diesen Bahnhof wieder das Aushängeschild der Eisenbahn macht. Und sobald dieser Bahnhof wieder aktiv ist, könnt ihr zu all den anderen Inseln reisen, die um uns herumschweben. Also meinst du, helft ihr mir, meinen Traum zu erfüllen und die Bahngesellschaft zu retten? Nein. Bitte, ich flehe euch an, really, ihr seid meine einzige Hoffnung. Ich habe Nein gesagt. Really? Bitte, 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 nein. Really? Bitte. Okay, wir machen's. Bravo. Hurra, das muss gefeiert werden. Die Bahngesellschaft ist gerettet. Aber bevor wir zu sehr abschweifen, muss ich dir mitteilen, dass jede Menge Arbeit vonnöten sein wird, bevor ihr zu den anderen Inseln reisen könnt. Genau genommen möchte ich euch um Hilfe bei insgesamt 3 Angelegenheiten bitten. Komm, was geht denn jetzt ab? Zuerst muss der Bahnhof aufgeräumt werden. Er ist schon eine Zeit lang nicht mehr in Betrieb und der ganze Schutt ist recht unansehnlich. Das verlangt nach reichlich königlicher Erde. Wenn du sie hier verstreust, wird danach alles wieder wie neu aussehen. Der Haken an der Sache ist, auf dieser Insel gibt es keine königliche Erde. Ihr müsst zum Drachenschädel zurückkehren, um welche zu bekommen. Okay, machen wir. Hab ich im Kopf. Halte Ausschau nach ungewöhnlichen Flecken Erde auf dem Boden, dann bin ich mir sicher, dass du schon bald fündig wirst. Als zweites benötigen wir mehr Leute, damit der Bahnhof wieder auf die Beine kommt. Mehr Personal, sagst du? Es gibt hier keinen Mangel an körperlicher Arbeit, also brauchen wir jemanden, der auch wirklich anpacken kann. Was, es gibt hier keinen Mangel an körperlicher Arbeit? Okay, aber warum brauchen wir dann niemanden? Was Besseres als einen Ork wird man da aber wohl nicht finden. Diese Gesellen sind furchtbar stark. Einer von ihnen dürfte reichen. Gerne Ork finden und rekrutieren, verstehe. So, Pokémon Mystery Dungeon mäßig. Du fragst dich jetzt vielleicht, wie du diesen Ork dazu bewegen kannst, für uns zu arbeiten. Nun, da kann ich mildlich sein. Eric nimmt 10 Kumpelkugeln von Herrn Blechheimer entgegen. Hier, Pokébälle, yeah! Kumpelkugel erhöht die Chance, dass sich ein Monster deinem Team anschließen möchte, geringfügig. Funktioniert nur bei einem einzelnen Monster. Good to know. Mein Monster dazu zu bringen, deinem Team beizutreten, musst du es zuerst im Kampf besiegen. Monster, die bei solch einem Gefecht an dir gefallen sind, an die Gefallen finden, werden dich in deiner Basis besuchen kommen, sobald sie sich wieder aufgerappelt haben. Okay, sie kommen dann an dem Brett wahrscheinlich, oder? Ork wurde gebändigt. Muss ich ihn erstmal vorher abwerfen? Wahrscheinlich schon, oder? Du musst einen vielversprechenden aussehenden Ork nur mit einem dieser Geschosse treffen, dann wird er sicherlich Gefallen an dir finden. Probier's mal. Die dritte und letzte Sache, die wir benötigen, ist eine als Sanguinit bekannte Substanz. Die versorgt die gesamte Eisenbahn mit Energie. Es geht das Gerücht rum, dass sich derzeit eine Expedition der Sylvanianer auf den Drachenschädel befindet. Und wie es scheint, ist diese Gruppe im Besitz vom Sanguinit. Also genau der Sache, die wir brauchen. Angeblich haben die Sylvanianer ein Lager in den Kinnlanden errichtet. Also könntet ihr ihnen vielleicht einen Besuch abstatten. Also müssen wir die berauben? Oder was? Diese 3 Aufgaben könnt ihr in jeder beliebigen Reihenfolge angehen. Sagt einfach nur Bescheid, wenn ihr sie abgeschlossen habt. Great. Alles klar, als erstes sollten wir also wohl zurück zum Drachenschädel. What do you think? Mida, was dagegen, wenn ich das übernehme? Bisher war das für mich noch kein allzu großes Abenteuer und ich kann ja nicht zulassen, dass meine kleine Schwester den ganzen Spaß für sich alleine hat. Ich schaffe das, keine Sorge, die ganze Eisenbahn wird im Nur wieder auf der Schiene sein. War wirklich. Yes. Leave it to me, sis. Leave it to me. Hoho, und genauso schalte ich euch ab, wenn ihr jetzt auch noch ein Like in dieser Folge da lässt und beim nächsten Mal dabei seid bei Dragon Quest Treasure. Seid gehypt, seid dabei, seid gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ah ja, und speichern kann man übrigens Optionen. In den Optionen kann man speichern. Weiß nicht warum, aber ja. Genau. Ist auch Stufe 4.
Bear this in mind. Missionen.